Darf es ein bisschen Mord sein? Von Diane Maud Davidson, ein Gordy Schulz Krimi. Gordy Schulz ist Köchin und Caterin aus Leidenschaft. Während ihrer Ehe mit Dr. Richard Corman, einem jähzornigen Arzt, hat sie eine Kochschule besucht und so ist sie nach der Trennung von ihrem gewalttätigen Ehemann in der Lage, sich und ihren Sohn Arch zu ernähren. Sie betreibt das Catering-Unternehmen Gordy Locks in einer Kleinstadt in Colorado. In ihrem 11. Band der Catering-Reihe erhält Gordy Schulz den Auftrag, in einem nachgebauten englischen Schloss in ihrem Heimatort zu kochen. Damit wird ein Traum wahr, da sie schon immer für die Küche Europas geschwärmt hat und sie die britische Küche, die auf den Schlössern und Burgen serviert wurde, begeistert. Das Problem, was hat der Adel in England des 16. Jahrhunderts gegessen? Gordy recherchiert in der Bibliothek des Schlosses und findet die passenden Rezepte. Ihr Auftrag, sie soll ein echt elisabethanisches Menü zaubern und das in einem echten Schloss, das Stück für Stück in England abgebaut und ebenso sorgfältig in Aspen Meadow, dem kleinen Ort in den Rockies, wieder aufgebaut wurde. Trotz anfänglicher Zweifel ist sie überzeugt, dass sie auch diesen Auftrag, nicht zuletzt dank der Hilfe ihres Freundes und Mitarbeiters Julian Teller, meistern wird. Erschwert wird ihr Auftrag leider, als Gordy Schulz bei ihren Streifzügen durch das Schloss auf eine Leiche stößt. Natürlich ist es mit dem komplizierten Essen und einer Leiche nicht getan, denn nebenbei trachtet jemand ihr oder ihrem Mann, dem polizeilichen Ermittler Tom, nach dem Leben. So fühlt sich Gordy als Gast auf dem Schloss in Sicherheit. Zu Recht? Während Gordy sich gemeinsam mit Julian daran macht, original elisabethanische Spezialitäten zu servieren, läuft ein Mörder frei herum. Mit ein wenig Glück und viel detektivischer Fleißarbeit kommen Gordy, Julian und Tom dem Täter auf die Spur.